Erst sind die Märkte gestiegen wegen Trump und dann sind die Märkte gefallen wegen Trump. Warum das so ist, versuche ich in diesem Video zu zeigen, nachdem die Wahrscheinlichkeit ja deutlich erhöht ist jetzt, dass Donald Trump der neue und alte US-Präsident werden wird. Aber das hat bestimmte Konsequenzen und wir erleben jetzt eine Art Abstimmung mit den Füßen, denn wir sehen deutliche Anstiege der Renditen. Das hat dazu geführt, dass dann die Aktienmärkte von dieser Jubelstimmung, als der S&P 500 ein neues Allzeithoch erreicht hat heute, dann doch ein bisschen ernüchtert zurückbleiben. Und das Ganze könnte und dürfte sich fortsetzen, nämlich der Anstieg der Renditen. Und dazu kam heute noch ein mechanischer Faktor, nämlich die sogenannte Call Wall im S&P 500. Also Optionen, die an dieser runden Marke bei 5500 Punkten liegen. Aber schauen wir zunächst mal, wie die Stimmung gedreht ist, auch hierzulande in unseren deutschen Leitmedien, wie etwa dem großartigen Spiegel. Da heißt es, Biden sollte der Welt einen Gefallen tun und verzichten. Und insgesamt schon sehr interessant, wie jetzt plötzlich die Stimmung komplett gekippt ist in Sachen oder in Richtung Biden-Austausch. Es muss ein anderer machen, nicht Biden, obwohl doch der Verfall, die Senilität von Joe Biden doch schon lange sichtbar war. Das ist überraschend, dass man das jetzt erst kapiert hat. Und Markus Brezell bringt es vielleicht auf den Punkt. Die eher linken Medien haben jetzt offenkundig sich eingeredet, dass das alles Fake News seien, dass Biden so seine Aussätze hat und relativ senil geworden ist. Dabei hätte man sich doch mal zum Beispiel Auftritte von Joe Biden im Wahlkampf bei der letzten Wahl vor 4 Jahren anschauen sollen. Das war ein ganz anderer Mensch noch damals gewesen. Jetzt wirklich ganz anders senil wirkend, als er damals gewesen ist. Aber offenkundig sind unsere Medien wirklich überrascht, dass es jetzt so passiert ist, was passiert ist. Die Demokraten haben sich natürlich da ein Bein gestellt mit dieser Diskussion. Und wir sehen diese erhöhte Wahrscheinlichkeit an den Wettmärkten, extreme Volumina, also da ist richtig Geld jetzt reingeflossen und Bidens Chancen, neuer und alter Präsident zu bleiben, die sind geradezu dramatisch abgestürzt. Das sehen wir hier etwa auch, Chance of Winning 60% jetzt Donald Trump, nur noch 21% Biden. Und jetzt ist viel Chatter, viel Gerüchte hinter den Kulissen. Hier sagte zum Beispiel Jackie Heinrich, ja, ich habe mit vielen Demokraten gesprochen, hochrangigen Demokraten, und die sagen, jeder ist in Panik, jeder ist freaking out, er muss raus, er muss gehen, mit ihm werden wir die Wahl verlieren. Aber dann heißt es auf der anderen Seite wieder, Biden is not dropping out, wie The Hill hier zeigt. Also er scheint offenkundig den Rückzug nicht machen zu wollen, und wir haben noch nie eine Art Day-After-Verarbeitung gesehen einer solchen Präsidentschaftsdebatte. Hier zum Beispiel Thomas Friedman, Biden ist mein Freund, aber er muss jetzt aufgeben, es kann nicht so weitergehen mit Biden und so weiter und so fort. Also Wall Street Journal und wie sie alle heißen, die haben hier richtig getitelt. Vielleicht wäre es das Beste, wenn mal irgendwer unter 70 antreten würde. Trump hat natürlich Dinge gesagt, die er immer sagt, die natürlich irgendwelchen Realitäten teilweise nicht standhalten. Aber das spielt alles keine Rolle, denn wichtig für die Amerikaner ist, was ist das für ein Typ? Und wenn sie das Gefühl haben, da ist ein Greis, der kaum mehr in der Lage ist, die Dinge richtig einzuordnen, dann ist der kaum wählbar. Deswegen konnte Trump erzählen, was er will. Es hätte dennoch gereicht. Trump hat ja auch versucht, Biden zu attackieren. Das hätte er fast schon lassen können, denn man hatte ohnehin schon teilweise Mitleid mit Biden. Und jetzt ist es so, dass eben hier zum Beispiel ja vorher durchaus auch so fake Geschichten über Biden unterwegs waren, zum Teil, viele Videos waren aber echt, wir haben es doch gesehen, etwa G7-Treffen, wo Biden dann plötzlich sich umdreht und wegspaziert, oder Normandie-Treffen dort, als man sozusagen die alliierte Landung in der Normandie gefeiert hat, als Biden plötzlich wieder ausscherte und sich irgendwie umdrehte und dann Macron und seine Frau sich auch umdrehten, um das Ganze nicht zu peinlich werden zu lassen. Aber jetzt, früher waren sozusagen Verschwörungstheoretiker, die irgendwelche Videos hier gemacht haben, jetzt zeigen sie reale Clips. Ich glaube, das bringt die Dinge ganz gut auf den Punkt. Und das ist das, was plötzlich dann einsetzte heute an den Märkten.
Renditeanstieg. Wir sehen, die 10-jährige US-Rendite ist von 4,26 mal eben auf 4,36 gestiegen. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Okay, wir hatten einen überraschend guten Chicago Einkaufsmanager-Index, aber das dürfte kaum der Grund gewesen sein. Es ist vielmehr offenkundig so, dass da etwas anderes passiert ist. Denn wir hatten ja heute PCE-Inflationsdaten, die waren exakt so wie erwartet. Also das war wirklich jetzt nichts, was die Renditen hätte nach oben treiben müssen, zumal wir solche Kategorien jetzt gesehen haben wie Supercore PCE, also Dienstleistungsinflation ohne den Bereich Housing, jetzt nur noch 0,1% gestiegen, niedrigster Wert seit 2023. Wir haben dann auch zum Vorjahr 3,4%, auch das sozusagen wieder nach unten gegangen. Also das roch jetzt nicht nach Inflation so ganz groß, weswegen die Renditen hätten steigen sollen. Im Gegenteil, wir haben ja auch gesehen, dass die Renditen erstmal gefallen sind nach den Zahlen, aber dann wieder deutlich gestiegen sind. Und dazu kam dann noch, das haben die Märkte echt gefeiert dann um 16 Uhr, nämlich das Uni-Michigan Conditions Sentiment, Current Conditions Sentiment ist deutlich nach unten gegangen, aber vor allem wichtig, die Inflationserwartungen sind gefallen in der zweiten Veröffentlichung. Normal ist die erste Veröffentlichung entscheidend, das war jetzt sozusagen die zweite Veröffentlichung des Wertes und aus dem Juni. Und wir sehen Inflationserwartungen für ein Jahr jetzt nur noch 3,0% statt in der ersten Veröffentlichung 3,2 und für die 5- bis 10-jährige Inflation 3,0 statt vorher 3,1. Also die Inflationserwartungen sind gefallen. Normalerweise ist das eine Vorlage für fallende und nicht steigende Renditen. Und der Grund dafür, dass die Renditen steigen und ziemlich schnell gestiegen sind, ist die Realisierung. Ja, was bedeutet denn jetzt die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Trump der Präsident wieder wird? Schauen wir uns mal seine letzte Amtszeit an. Da hat er 8,4 Billionen an neuen Schulden gemacht. Und Biden hat jetzt in 3 Jahren auch sehr sportlich zugelangt. 4,3 Billionen hat also diese Schuldenspirale durchaus weiter angetrieben. Aber eins ist klar, Trump ist jetzt nicht als Sparfuchs irgendwie aufgefallen in seiner ersten Amtszeit. Im Gegenteil. Und jetzt kommt etwas hinzu. Wir haben zunächst mal auch solche Schlagzeilen gehabt. S&P 500 überwindet die 5500er Marke. Weil eben die PCE-Daten Zinssenkungen wahrscheinlicher machen. Hurra, hurra. Dann Auftritt von Daley, der San Francisco Fed-Chefin. Ja, es zeigt doch, dass unsere Geldpolitik wirklich funktioniert. Und das ist der Gipfel der Ahnungslosigkeit. Aber Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass Trump ja durchaus Pläne hat. Da ist ein Gremium, ein Beratergremium zusammengetreten und hat sich gesagt, ein Trump-Beratergremium, wie handhaben wir die Fed, wie kriegen wir mehr Zugriff auf die Fed, damit wir eben in der Lage sind, die Fed mehr oder weniger zu zwingen, die Zinsen zu senken. Genau das hat ja Trump in seiner ersten Amtszeit versucht, als er Paul einen Dummkopf genannt hat, er müsse die Zinsen senken etc. etc. Also eins scheint klar, Trump will und wird die Zinsen senken. Das Problem ist aber, dass bei Trump nicht nur die Ausgaben steigen werden, sondern er will die Migranten rausschmeißen. Das bedeutet, die Löhne werden deutlich nach oben gehen. Dann will er die Zölle deutlich anheben. Das heißt, die Kosten für die Verbraucher, für die Firmen werden steigen, denn auf diesen Waren, die man importiert, da kommen dann saftige Zölle drauf. Auch das preissteigern, das heißt, die Einnahmen werden geringer, denn Trump will auch Steuersenkungen machen für Unternehmen und für die Amerikaner auch noch gleich mit. Die Einnahmesituation wird schlechter, die Ausgabensituation, wie wir gesehen haben, dürfte jetzt nicht viel besser als unter Biden werden. Und das ist wie bei jeder Firma, wenn deine Einnahmen wegbrechen und deine Ausgaben sich sogar noch steigern, dann hast du irgendwann vielleicht mal ein Solvenzproblem. Und das beantworten die Renditen mit steigenden Prämien sozusagen, ein Inflationsrisikoausgleich, der da passiert. Und genau das dürfte die heutige Bewegung an den Märkten erklären, sowie die sogenannte Call Wall im S&P 500, die bei 5500 Punkten liegt. Und das bedeutet, der S&P ist ja heute über diese Marke gestiegen.
Und für die Dealer, für die Verkäufer dieser Optionen, die ja gegen die Kunden faktisch wetten, würde das bedeuten, diese riesige Wand hier an Calls, die käme ins Geld, die müssten sie also auszahlen. Und das ist unschön und da haben sie keine Lust drauf. Und deswegen glaube ich, hat da auch Mechanik eine gewisse Rolle gespielt, zumal viele wahrscheinlich euphorisch sind derzeit, weil sie sagen, ja komm, jetzt kommt doch die beste Zeit des Jahres, die ersten beiden Wochen im Juli. Historisch die beste Performance, wie Goldman Sachs hier zeigt. Seit 1928 die besten 15 Handelstage des Jahres. Auf der anderen Seite auch Goldman Sachs. Könnte sein, dass nach dem 4. Juli, der ja der Nationalfeiertag in den USA ist, dass da die Bullen ihre sehr am Anschlag befindliche Long-Positionierung vielleicht abbauen werden. Wir werden sehen, wie es geht. Aber eins ist klar, diese Optionen werden immer wichtiger, vor allem diese Zero-DTE-Optionen. Hier sehen wir mal den Anstieg des Volumens. 2021 waren das noch 10% der Optionen. Inzwischen ist es um und bei die Hälfte. Und das verändert die Statik des Marktes. Das hat mechanische Auswirkungen dann, dass wir solche Bewegungen sehen, wie wir sie sehen. Und hier der Euphoriemeter zeigte, wie bullish die Stimmung ist. Da wird einfach geguckt, das ist Forward Price Earnings Ratio, also wie teuer sind die Märkte, auf Deutsch gesagt, wie hoch steht der WIX, also das Angstbarometer, das Volatilitätsbarometer, nämlich sehr niedrig und dann Sentimentwerte und dann sehen wir, ups, selten, dass wir so euphorisch waren in den späten 90ern, in der Dotcom-Blase war das der Fall. Aber eins ist auch interessant, achten Sie jetzt mal auf die sogenannten Junk Spreads, also die Risikoprämien für Junk Bonds, also für schlecht aufgestellte, nicht wirklich solide wirtschaftende US-Unternehmen. Und hier haben wir gesehen, die Renditen, die Risikoprämien sind zuletzt nach oben gegangen. Normalerweise sollten die fallen, sagen wir mal so, wenn die Aktienmärkte weiter steigen. Das Gegenteil war der Fall, das hatten wir zuletzt 2021, wie Jason Gabfert hier zeigt. Und jetzt schwingen wir mal nach Europa und auch da geht es ja um das Thema Schulden und wie das Ganze finanziert werden soll. Wir haben jetzt heute gesehen, die 10-jährige französische Anleihe, höchste Rendite seit November. Und die Zustimmungswerte für Macron, jetzt 2 Tage neue Umfrage auf einem neuen Tief. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass eben die relative Volatilität in der Eurozone deutlich höher ist als in den USA. Das war mal im Ukraine-Krieg der Fall, aber nicht so krass wie jetzt, erstaunlicherweise. Das war bei dem Budget-Clash in Italien der Fall. 2017, 2018 ist das gewesen. Und für die Märkte ist nichts zu gewinnen, so hier ein Kommentator. Es gibt ein gewisses Frexit-Risiko und ein Risiko dürfte auch sein, dass Israel heute dieses Video veröffentlicht hat, wo gesagt wird, vertraut ihr der Hisbollah, es geht um den Libanon und man zeigt dann die Bombardierung von libanesischen Städten durch, naja, ein Video. Und das ist praktisch eine sehr direkte Warnung. Es könnte durchaus sehr zeitnah zu einem Angriff der Israelis kommen. Vielleicht Luftschlägen, konzentrierten Luftschlägen. Für Israel scheint klar, okay, jetzt haben wir Gaza einigermaßen im Griff. Aber wir werden keine Ruhe haben, solange die Hisbollah uns hier permanent stresst. Also müssen wir auch dieses Problem irgendwie in den Griff kriegen. Wir hatten jetzt die Warnung gestern des deutschen Auswärtigen Amtes. Das werden die nicht umsonst gemacht haben. Da werden sie Informationen von den Israelis bekommen haben. Die Amerikaner verschiffen Material in Richtung Israel, haben schon gesagt, wir supporten Israel, haben gleichzeitig auch ihre eigenen Bürger gewarnt, aus dem Libanon am besten auszureisen. Also das könnte durchaus etwas sein, was hier jetzt noch mit reinspielt. Dann nochmal andere Geschichte, Argentinien. Da ist ja unfassbar viel in deutschen Leitmedien, wie etwa hier der Zeit, gesagt worden über Milei, den argentinischen Präsidenten, auf dem Weg zum Marktfaschismus und solche Geschichten. Also man hat das Gefühl, da ist eine richtige Aversion der deutschen Medien gegen Milei. Warum eigentlich? Warum Faschismus würde nämlich bedeuten, starker, autoritärer Staat. Milei ist ein Libertärer, der hat keine Lust auf einen autoritären, starken Staat. Der, im Gegenteil, der will nur so viel Staat, wie es irgendwie
möglich ist und dementsprechend wirklich absurd, was da hier teilweise läuft, wie dieser Mann diskreditiert wird. Klar, das ist ein Experiment, das scheitern kann, aber was willst du in Argentinien noch falsch machen nach diesem jahrzehntelangen Niedergang, der eben durch diese umverteilungssozialistische Politik entstanden ist? Und jetzt schauen wir uns mal an, Messwerte für wirtschaftliche Freiheit, da gibt es einen Index dafür, ganz vorne Singapur, dann kommt die Schweiz, Irland, Taiwan, Luxemburg, Neuseeland, Dänemark, Schweden, Norwegen, das sind ja alles bettelarme Länder, oder? Also da haben wir sehr viel wirtschaftliche Freiheit und diese Länder sind die reichsten Länder der Welt mit dem höchsten BIP weltweit. Also irgendwie scheint diese wirtschaftliche Freiheit sich hier positiv auszuwirken, aber alle predigen immer den Sozialismus und jetzt schauen wir uns mal an, wie die richtig sozialistischen Länder eigentlich aufgestellt sind mit wirtschaftlicher Freiheit. Ganz hinten Nordkorea, dann Kuba, Venezuela, Sudan und wir wissen alle, wie blühend es da zugeht in diesen Ländern. Das sind die ärmsten Länder, die desolatesten Länder der Welt und warum? Weil sie eben diese Form der Regierung gewählt haben und das Erstaunliche ist, dass es immer wieder Leute gibt, die das predigen und sagen, das muss doch hier gerecht zugehen, aber faktisch geht es nicht gerecht zu, wie zum Beispiel Simon Betschinger sagt, das Wort Sozialismus ist Etikettenschwindel, das hat mit Sozialen nichts zu tun, die Soziale ist nur sozusagen die allgemeine Verarmung, während sich eine Clique, die Herrschaftsklique, meistens dann die Taschen voll macht. Das haben wir in jedem sozialistischen Regime gesehen und es gibt hier eine Anleitung, wie Sie, falls Ihr Kind irgendwie von dem Sozialismus-Virus infiziert ist, lassen Sie das mal das Badezimmer putzen, wenn fertig, geben Sie ihm 10 Euro, dann nehmen Sie ihm 8 Euro wieder weg und geben es den Geschwistern, die nichts gemacht haben und das wiederholen Sie so lange, bis eben das Kind, das das Bad geputzt hat, aufhört, eben das Bad zu putzen und genau das ist genau das Problem des Sozialismus. Es gibt keinen Anreiz, irgendwie etwas zu tun, dementsprechend verfallen diese Länder, aber jetzt wird polemisiert gegen jemand, nämlich Milei, der genau das Gegenteil will, ist mir unverständlich, wie all das passiert und weil wir, ich will nicht sagen, auf dem Weg zum Sozialismus sind, aber wir haben immer mehr planwirtschaftliche Elemente hier auch in Deutschland und siehe da, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nimmt jetzt spürbar zu, auch natürlich konjunkturell bedingt. Also da ist wenigstens eins, was nach oben geht in Deutschland, wie hier ein polemischer Twitter-Kommentar sagt. Abschließend zwei Empfehlungen. Gold, ändern sich jetzt die Faktoren. Was ist damit gemeint? Wie ist das einzuschätzen? Viele von Ihnen haben ja vielleicht Gold. Das sollte und könnte interessant sein. Gerne weiterempfehlen über diese Social-Media-Button und dann das, was Sie über Frankreich wissen sollten vor der Wahl jetzt am Sonntag. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus, ciao.